Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, Ihnen heute unseren Produktfinder für die Außenbauteil-Luftdurchlässe vorzustellen. Im Bereich der Außenbauteil-Luftdurchlässe, auch ALD genannt, bieten wir Ihnen ein breites Produktportfolio. Sie können wählen zwischen ALDs für das Fenster, den Rollladen, die Wand oder das Steildach. Ziel des Produktfinders ist es, dass Sie anhand Ihrer baulichen Voraussetzungen im Handumdrehen die passenden ALDs für Ihre Planung finden. Dabei stehen Ihnen alle relevanten Daten wie zum Beispiel Luftmenge, Schallangaben oder technischen Zeichnungen zur Verfügung. Welche Möglichkeiten Ihnen der Produktfinder bietet, schauen wir uns nun gemeinsam an. Auf der Startseite sehen Sie nun im oberen Bereich die Möglichkeit, alle relevanten Angaben einzugeben, gefolgt von der Produktauswahl und abschließend die Möglichkeit, den richtigen Ansprechpartner bei Fragen zu finden. Starten wir nun mit der Eingabe der möglichen Parameter. Wichtig für Sie, Sie müssen nicht alle Felder für ein entsprechendes Ergebnis ausfüllen. Aber es bietet Ihnen die Möglichkeit, das Ergebnis besser auf Ihre Anforderungen auszurichten. Sie haben hier nun die Möglichkeit, einen der angezeigten Einbauorte auszuwählen, die Luftmenge bei 8 Pascal einzugeben und den geforderten Schallwert. Ein kleiner Hinweis, das Suchergebnis bezieht sich immer auf den DNEW-Wert im geöffneten Zustand. Bei den einzelnen Einbauorten haben Sie dann noch die Möglichkeit, weitere relevante Angaben einzugeben, die die Produktauswahl präziser auf Ihr Bauvorhaben ausrichten. Schauen wir uns dies nun gemeinsam an. Starten wir mit der Wand. Hier können Sie die Wandstärke und die Stärke der Fassadendämmung eingeben. Diese Angaben sind relevant, um zu schauen, welche der Produktvarianten zu dem Wandaufbau passen könnte. Des Weiteren können Sie den gewünschten Abschluss in der Fassade wählen. Hier haben Sie die Möglichkeit zwischen Wand und Laibung. Je nachdem, was Sie auswählen, erscheint ein weiteres Eingabefenster, in dem Sie den Eckabstand oder Laibungsabstand eintragen können. Unter dem I finden Sie eine genaue Beschreibung, wie diese Maße zu verstehen sind. Diese Angaben sind relevant, um zu schauen, ob der ALD mit seinen Komponenten mit den Mindestabständen passt, beziehungsweise welche Kanallängen Sie hier gegebenenfalls benötigen. Nach dem Ausflug in den Bereich der Wand-ALDs kommen wir nun zum Einsatzbereich im Fenster. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, bei der Art des Lüftungssystems zu unterscheiden. Neben der ventilatorgestützten Lüftung können Sie hier auch eine freie Lüftung wählen und haben dann die Möglichkeit, die angezeigte Luftmenge auf 4 oder 2 Pascal zu ändern. Des Weiteren können Sie das Rahmenmaterial des Fensters sowie die Positionierung am Rahmen oder Flügel auswählen. Beides kann die Auswahl des ALDs beeinflussen. Und zu guter Letzt können Sie bei Bedarf entscheiden, ob Sie einen ALD für die Verbrennungsluftzufuhr benötigen. Dies beeinflusst das Ergebnis maßgeblich, da hier nur ganz bestimmte ALDs eingesetzt werden dürfen. Springen wir nun zum Einsatzbereich Rollladen. Hier haben Sie die Möglichkeit, zu unserem Rollladen-ALD einen Rollladenhersteller auszuwählen. Dies hat zur Folge, dass im Ergebnis unter dem Reiter Schalltechnische Angaben auch nur die Werte für den ausgewählten Rollladenhersteller angezeigt werden. Als Hinweis, wählen Sie hier Hersteller unabhängig, bekommen Sie alle Werte aufgelistet. Auch hier haben Sie bei Bedarf die Möglichkeit zu wählen, ob Sie einen ALD für die Verbrennungsluftzufuhr benötigen. Und zu guter Letzt kommen wir zum Einsatzort Steildach. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, die Dachsparrenhöhe und die Dachneigung einzugeben, die für die Produkteignung relevant sind. Kommen wir als nächstes zu dem Ergebnis, das Ihnen angezeigt wird und schauen uns das anhand eines Beispiels an. Hierfür wähle ich den Einbauort Wand mit einem Abschluss auf der Fassade,
Bei der Luftmenge gehen wir von 26 Kubikmetern aus und bei der Schallanforderung von 50 dB. Das hier nun angezeigte Ergebnis wird Ihnen preisaufsteigend sortiert. Sie können sich dieses aber auch nach Einbauort, Luftmenge oder Schallanforderung sortieren lassen. In den Produktergebnissen, die Sie nun sehen, erhalten Sie eine kurze Information zum Produkt, zur Luftmenge und zur möglichen Normschallpegeldifferenz. Weitere Details erhalten Sie, wenn Sie das jeweilige Produkt anklicken. Hier finden Sie dann alle relevanten Informationen rund um das Produkt. Zudem haben Sie auch die Möglichkeit, sich alle angezeigten Informationen hier in einer PDF-Zusammenfassung downzuladen. Sollten Sie noch Fragen zu der Produktauswahl haben oder es wird Ihnen kein passendes Ergebnis für Ihr Bauvorhaben angezeigt, haben Sie die Möglichkeit, auf der Startseite unter Ansprechpartner finden, den entsprechenden Berater aus unserem Areco-Team zu suchen. Einfach Ihre Postleitzahl angeben und schon wird Ihnen der passende Ansprechpartner angezeigt. Sie sehen, mit dem Produktfinder für die Außenbauteil Luftdurchlässe steht Ihnen ein Tool zur Verfügung, das Sie in Ihrem Auswahlprozess unterstützt. Natürlich stehen Ihnen auch weiterhin bei allen Fragen meine Kollegen aus dem Areco-Team zur Verfügung. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesem Video weiterhelfen und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung. Musik.